Hallo, The Blind Spectator, wo ich am Mikrofon und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Schwein! Voller Spinnen und anderen Gefahren. Wie ihr sehen könnt. Mach das mal auf. Die Schwester verloren, die Nacht bricht herein. Nur eine kann wirklich die Königin sein. Autsch. Au. Okay, das war nicht so smart. Gebe ich zu. Aber wir haben das Limit von den Kackdingern erreicht. Das heißt, wir können tatsächlich so damit arbeiten irgendwie. Nein. Oh, shit, da unten war ja auch Säure. Hätte er mal seine ganze Rüstung Säure festmachen sollen. Wäre eigentlich auch smart gewesen, ne? Ich dachte, ich kann den Hebel vielleicht ab, das Ding vielleicht abnehmen, aber kann ich nicht. Gottes Willen. Das ist nicht eng. Nein, 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 nein. Piss dich. Da ist wieder so eine geile Cthulhu-Statue. Das war ja auch mit Überzeugung gesagt von ihr jetzt. Achtung! Da hat man richtig die Gefahr gespürt, die hier ran naht. Sind das jetzt Fischmenschen oder was? Verreckt. Ich glaub's hackt. Weg, weg. Sehr gut. Waren das alle, die Ärger wollen, ja? Es passiert überhaupt nichts. Hört ihr das? Es klingt, als würde etwas klemmen oder als wäre etwas kaputt. Soll ich da jetzt hoch oder was? Und danach gucken? Ach, da kann ich auch einfach so. Zack. Wofür diese, einer weiteren Aufgabe für den Zauberer aus. Wofür diese Statuen da sind, weiß ich auch noch nicht. Oh, man kann die kaputt machen. Mit dem Exklusionspfeil. Und dann kann man da Erfahrungspunkte rausholen, ne? Okay. So, was ist der Plan? Ich muss die connecten, oder was?
So denke ich. Dann einmal das Längsstück. Einmal die Ecke und dann reicht es von den Teilen her nicht. Ha. Zack. Und zack. Und da das. Ist es da oben auch richtig connected? Ja, zumindest willst du den Eindruck machen. Versuchen wir es. Okay, damit lassen wir das Wasser ab. Bringt mir das? Komme ich da ja nicht mehr hoch? War das einfach nur, um die zusätzlichen Erfahrungspunkte da unten einzusammeln, oder was? Ach, lol. Ich glaube, ich weiß warum. Wir müssen es nochmal ablassen. Wir müssen es nochmal ablassen. Wir brauchen dieses Fass, nämlich auf diese Seite. Haltet es mal da. Weil dieses Fass halt schwimmen kann. Und wir damit dann irgendwie hier hochkommen. Wo seid ihr? Es spinnt hier doch schon wieder, oder? Warum lebt ihr eigentlich in so Sumpf, in so Säuregebieten? Könnt ihr mir das sagen? Ist doch nicht schön. Ich glaube nicht, dass ihr säurefest seid. Komm, verrecke. Danke. Du blödes Hurensohnviech. Das hast du auch verdient. Weißt du, denkst du, bist gerade fertig mit der Scheiße und dann kommt der Krablon rausgekrabbelt, ey. Ja, das ist ja auch ganz großes Kino hier. Okay, das hält nicht so viel aus. Müssen wir da durchschwingen im richtigen Moment. Ah, geschafft. Liebe Rosie, herzlichen Glückwunsch zum 18. Ich war bei der Ankündigung genauso überrascht wie du. Wir sollten reden. Isabel. Die sind Zwillinge, die sind zum selben Zeitpunkt volljährig geworden und dann wurde die eine zur Kronprinzessin erklärt und die andere nicht. Und deswegen war die böse Möse und hat halt betrayed.
So wird's wohl sein. Ich bekomme dabei langsam wirklich ein ungutes Gefühl. Was? Bei dem Gerücht? Ich guck doch nur. Jagd nach lange verlorenen Schätzen in einer Kloake voll mit diesen Dingern. Autsch. Das haben wir halt auch davon, dass wir die ganze Zeit auf das Ding schießen, ohne dass es uns jemals was getan hat. Wo ist hier ein Checkpoint? Okay, gibt keinen. Kann ich nicht durch. Weg. War knapp. Okay, wieder rauf, bitte. Das sieht wie einer von Rosabels Spiegeln aus. Rosie, wo bist du? Isabel? Prinzessin, kommen Sie zurück! Folgen wir ihr. Genau, in den bösen Spiegel hinein, klingt nach einer vernünftigen Entscheidung. Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander von Intrigen und Geheimnissen gezogen. Die Helden traten durch Rosabels Spiegel, um dem trügerischen Schatten von Isabel zu folgen. Als sie das Portal passierten, spürten sie eine eiskalte Berührung, die ihnen bis in die Knochen fuhr. Ich danke euch, dass ihr den Koboldkönig erschlagen habt. Jetzt gebt mir den Troll. Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Arme Isabel. Ich fürchte, ihre Magie hat den Wald verflucht. Aber wenn ihr mir das Artefakt gebt, können wir den Zauber am Ende brechen. Nein, wir werden euch begleiten und euch helfen. Ich fürchte, das geht nicht. Jetzt sitzen wir fest. Lächeln, was haben wir denn hier? Die Koboldhascher, eingeschlossen in unserem Verlies. Ja, geht so. Nicht, solange ich euch lehe. Du siehst uns schon gar nicht mehr, Junge. Dann lasst uns außer Sicht gehen. Weg mit dir. Autsch. Warum habe ich Eispfeile? Die habe ich nicht geskillt. Oh doch, habe ich vielleicht irgendwann tatsächlich mal geskillt, ne? Es geht gar nicht kaputt, so eine Frechheit. Wo immer wir auch sind. Ja, und wir müssen herausfinden, was mit Rosabelle und ihrer Schwester los ist. Diese Isabelle lässt die Bäume und Pflanzen zu Hause so wachsen? Warum sollte sie so etwas tun? Vielleicht ist sie eine böse, kichernde Hexe, die verrückt geworden ist. Ihr seid ganz schön doof. Aber Prinzessinnen sollten nett und hübsch sein. Sie sollten sich nicht gegenseitig an den Haaren ziehen oder Königreiche wegen der Krone zerstören. Unsere Diebin ist die einzige mit Gehirn. Sehr schön.
so wachse. Weg mit euch! Geht sterben, alle! Der da oben ist maximal verwirrt, aber der hat richtig krasse Dance-Moves. Ja, Metall-Dinger können wir immer noch nicht machen. Na, mach da unten ein Ding! Okay, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Aber es wird sicher einen guten Zweck gehabt haben. Er ist auf jeden Fall wieder rutschig. Das heißt, wir müssen die Dinger nutzen und eine Brücke bauen, oder was? Das langt doch niemals. Nein! Ich hatte es fast! Nein! Easy. Okay. Okay, Einwand akzeptiert. Einwand akzeptiert. Wie komme ich da jetzt durch? Ich habe nur noch ihn. Die sind zu groß. Das geht kaputt. Alter, wie soll ich da durchkommen? Aufhalten kann man die Zahnräder auch nicht. Die springen halt auch nicht hoch genug und sind zu langsam. What the fuck? Also auch so wüsste ich nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich kann mich auch nicht drüber schwingen. Ich würde aber sagen, das ist ein Problem für die nächste Folge von Trine. Bis dahin, haut rein.